Das Pico Expert Modell, die moderne französische Rangierlok der Baureihe BB 60.000, kommt als Neukonstruktion in den Fachhandel. Ende der 1990er Jahre zeigte sich der Bestand an Diesellokomotiven in Frankreich in einem überalterten Zustand. Um den Betriebsdienst aufrechterhalten zu können, mussten zusätzlich neue Fahrzeuge angeschafft werden. Für den schweren Rangier- und den leichten Güterzugdienst bestellte die SNCF deshalb ab dem Jahr 2004 neue Lokomotiven der bis zu 100 km/h schnelle und 76 Tonnen schweren dieselelektrischen Reihe BB 60.000 bei Alstom, Spanien. Nach der Übernahme des Werkes durch Vossloh wurden bis heute insgesamt 175 Maschinen ausgeliefert. Die Fahrzeuge stehen aktuell zuverlässig in Frankreich in Dienst, unter anderem bei der Güterverkehrssparte FRET der SNCF. Das Pico-Modell der Baureihe BB 60.000 entspricht exakt seinem gewählten Vorbild und gibt hierbei alle relevanten Details des Originals präzise im aktuellen Zustand wieder. Das Epoche 4-Modell der Gütersparte FRET der SNCF trägt die Loknummer 460050. Das Pico H0 Expert-Modell der BB 60.000 kommt in DC- und AC-Ausführung in den Fachhandel. Das AC-Modell besitzt ab Werk den neuen, MFX-fähigen Pico Smart Decoder 4.1. Zusätzlich erscheint unter der Artikelnummer 96471 eine Soundlok mit werkseitig eingebauten Pico Smart Decoder 4.1 Sound. Das Pico-Modell der markanten Diesellokomotive BB 60.000 überzeugt durch feinste, makellose Lackierung und trennscharfe Bedruckung. Viele extra angesetzte Teile wie Griffstangen und Geländer, feine geätzte Trittstufen, Stecker und Leitungen, Antennen, Hupen, detaillierte Lüfter, extra Klimageräte, einen realistischen Auspuff, Sandfallrohre, Tankfüllstutzen und die korrekt ausgeführten filigranen Lampen mit einzelnen Lampenzierringen runden den realistischen Gesamteindruck ab. Die Drehgestellblenden sind scharf graviert und vervollständigen den perfekten Gesamteindruck dieser Lok. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Beide Drehgestelle haben auf je einer Achse diagonal angeordnete Haftreifen, die zur Erhöhung der Zugkraft beitragen. Das Modell der Baureihe BB 60.000 ist mit einer digitalen Schnittstelle PLUX 22 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar. Die Soundnachrüstung ist ebenfalls durch nachträglichen Einbau eines Lautsprechers und einem Sounddecoder problemlos möglich. Die Soundvariante ist werkseitig mit dem neuen Pico MFX-fähigen Smart Decoder 4.1 Sound für PLUX 22 ausgerüstet. Folgende digitale Funktionen sind abrufbar: F0 Licht, fahrtrichtungsabhängig, F1 oder F2 Schlusslicht vorn oder hinten, F3 Führerstandsbeleuchtung.
Das Modell der BB60.000 hat einen Zinkdruckgussrahmen und zeichnet sich durch einen leisen und sauberen Lauf aus. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften verdankt die Lok des starken Motors, der alle vier Achsen antreibt und so für hervorragende Fahreigenschaften des Modells sorgt. Mit der feinen, originalgetreuen Nachbildung der BB60.000 unterstreicht Pico auch mit dieser Neukonstruktion seinen Anspruch, technisch ausgereifte Modelle mit hohem Spielwert anbieten zu können. Das Modell der BB60.000 gibt mit seiner korrekten Gehäuseform, vielen technischen Highlights, den hervorragenden Fahreigenschaften mit hoher Zugkraft und hoher Qualität das Vorbild konsequent wieder. Dabei verspricht die Pico-Neukonstruktion dieser wichtigen Güterzugmaschine einmal mehr viel Spielspaß und höchste Betriebstauglichkeit.